Servus Leute und willkommen zum finalen Part von Mega Man 5. Wir befinden uns hier bei den Robot Master Rematches und wie wir es schon gewohnt sind, links oben fangen wir an mit Gravity Man. Und ich pack gleich mal... Oder wisst was, ich werde jetzt hier was versuchen in diesem Part bei den Rematches, nämlich will ich schauen, ob ich alle Bosse mit dem Mega Buster Only besiegen kann, ja? So eine kleine Challenge mal, so als Abwechslung. Außer Chargeman, weil den habe ich ja mit dem Mega Buster schon besiegt. Den werde ich mit seiner Schwäche mit dem Power Stone besiegen, was tatsächlich wahrscheinlich schwerer ist als mit dem Mega Buster, ja? Mal schauen, wie es läuft. Gravity Man, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ist nicht so schwer, auch wenn er sich jetzt... Okay, jetzt hat er sich treffen lassen, gut. Wird spannend. Waveman, Waveman könnte schwer werden. Zack. Ja, klar. Zack, okay. Ja, wegen der Wasserwelle hier ist es halt ein bisschen gefährlich. Weil die halt immer so ein bisschen ja, random auftaucht. Ja, jetzt manchmal bei mir, manchmal nicht. Manchmal neben mir, das ist komisch. Und dann schießt man auch noch in die falsche Richtung, scheiße. Okay, ja, jetzt läuft gerade alles schief, das ist doch wunderbar. Stirb, okay. Ja, lief, hätte besser laufen können, vor allem gegen Ende. Stone Man, okay. Sollte jetzt an sich auch nicht so schlimm sein. Außer der sperrt mich in der Ecke ein. Hat er jetzt aber zum Glück nicht gemacht. Na, ist doch Stone Man ist nicht so schwer. Na, okay, das war fies, das gebe ich zu. Und tschüss, habe ich gesagt. Ja, ist auch kein großes Ding, der Stone Man. Jetzt kommt der Star Man, okay, sollte auch gehen. Also ihr seht schon die Bosse, ja. Schießt du den Crash ab? Ja klar, genau, genau. In dem Moment, wo er den Schild abschießt, habe ich einen fucking... Habe ich falsch gedrückt. Ja. Aber was ich sagen wollte, ihr seht schon, die Bosse sind alle nicht so schwer mit dem Mega Buster allein. Also ist tatsächlich jeder von denen eine gute Option für den ersten Robot Master. Was ja an sich eigentlich auch ziemlich geil ist, ja. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, komm, ja, entledige dich deinem Star Crash und stirb. So, Crystal Man, okay. Ah, Crystal Man könnte sogar, der ist ein bisschen schwerer. Weil sein Projektilen auszuweichen ist wirklich ein fast schon Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, wenn er nur eins davon abschießt, dann geht's ja, ne? Aber wenn er alle vier hier auspackt, dann rest in peace. Und dann schieße ich auch noch daneben. Naklür, weil was? Ich habe jetzt irgendwie klar und natürlich vermischt die Worte, ja, und dann ist Klür rausgekommen. Ha, ich liebe mein Gehirn, ne? Das ist so random. Manchmal, also. Napommen, ja. Mal schauen. Sollte eigentlich klar gehen. Jetzt macht er hier eh nur die ganze Zeit denselben Move. Ja, okay, der kämpft nicht sehr, sehr abwechslungsreich, der Typ. Als ob ich mich dann... Oh, Mann! Da muss ich ihn nur noch mit einem so einen mickrigen Schuss treffen und lass mich noch irgendwie erwischen von ihm. Okay, jetzt kommt der Chargeman. Da muss ich zum Powerstone wechseln. Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich den Mystery Tank benutzen muss.
Ich würde sagen, ihr haltet euch jetzt lieber die Ohren zu. Das könnte ein bisschen, ja, einen Tinnitus verursachen. Sagen wir es mal so. Ich finde aber diesen Beat im Hintergrund noch cool. Okay. Ach du Scheiße, das war... Ich habe jetzt wirklich so ein leichtes Piepen in den Ohren, ne? Ohne Witz. Gut, ihr seht schon, erster Schuss verfehlt, cool. Geht nicht mal durch seine... Also, durch seine Unbesiegbarkeitsvorarm da durch. Oh, Powerstone, du bist doch so eine geile Waffe, das kann's doch nicht... Als ob das kein einziges Wort hilft, so ein Scheiß. Natürlich! Ich meine, man könnte Powerstone lernen, ja, damit umzugehen, aber es... Ach, geh doch weg. Es ist halt wirklich scheiße zum Nutzen. Na klar, was? Wie schnell der einfach gestoppt ist. Sobald ich in der Luft war, hat er schon gesagt, nee, ich bleib jetzt hier stehen, du springst in mich rein und bist tot. Okay, Mega Man, ist das okay? Nein, ist es nicht. Ich werde jetzt so die Steine hier in die Fresse schleudern. Ich bin am Verzweifeln, ey. Ihr habt jetzt gesehen, wie das hier läuft mit dem, mit den scheiß Powerstone. Ja, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal sein. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Na klar. Das war zu früh. Oh, Charge Man, du... Böses Wort. Der kämpft gerade irgendwie voll komisch, ne? Er bleibt manchmal so ganz random stehen, dass ich ja in ihn reinspringe. Ach, genau. Ah, nervig as fuck. Okay, einer ist nur noch übrig, das ging irgendwie ziemlich schnell. Vom Gefühl her, Gyro Man. Ich würde sogar fast sagen, Gyro Man ist der schwerste ohne seine Schwäche. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das noch nie mit dem Megabuster allein besiegt. Ja, also ist das nicht wirklich ein Wort, auf das man sich verlassen kann. Scheiße. Als ob mich das gekillt hat. Als ob das ausgereicht hat. Ich dachte jetzt halt echt, ich halt noch einen Schuss aus. Nö. Du bist tot. Okay. Ja, das Problem hier ist halt, dass man den die meiste Zeit nicht sieht, weil er sich wie ein kleiner Feigling in den Wolken verkriecht. Mann, ich will's leiden, nicht hüpfen. Ich bin schon tot. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf meine Lebensenergie geguckt, ja. Weil ich mich halt konzentrieren muss aufs Ausweichen, aber das... Okay, ich... Nee, es ist nicht das. Ich spiele gerade einfach nur Scheiße. Ja, ich brauche erstmal 3 Versuche, um da auf die Plattform überhaupt zu kommen. Mit dem Teleporter, aber er ist halt auch echt... Ja, schieß noch öfter, komm. Ja. Ah, jetzt komm, Alter. Kommt immer genau, wenn ich in der Ecke bin und nicht mehr ausweichen kann. Ah, du... Blödes... Arsch... Gesicht. Nee, ich nutze jetzt nicht noch einen E-Tank. Schieß doch wenigstens in die richtige Richtung, Mega Man, bitte. Oh Gott. Mein Herz, mein armes Herz. Was mache ich denn mit meinem armen Herzen? Okay, jo, die Challenge hätten wir bestanden, mehr oder weniger gut. Auch wenn ich jetzt am Schluss ein bisschen kacke gespielt habe, aber egal. Es geht zu Dr. Wily mit Spikes im Bosskampf.
wunderschön, nicht wahr? Und die Bosskampfmusik ist immer noch die gleiche, von daher, ja, könnte man vermuten, dass das nicht das Finale ist hier. Vor allem, weil das Lied halt einfach überhaupt nicht zu einem epischen Bosskampf passt. Ich weiß gar nicht, ob das hier die Wily Machine 5 ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ist ein recht unspektakulärer Bosskampf irgendwie. Einfach immer warten, bis er runterkommt und dann abschießen. Ja. Das war's eigentlich schon. Du hast da halt Spikes in der Mitte, aber die sind jetzt auch nicht so ein wirkliches Hindernis, ja. So, jetzt haben wir es gleich geschafft und ich hoffe, dann kommt ein schöner Bosskampf, ja. Gegen die Wily Machine 5 und dann noch gegen Wily selbst. Warum? Irgendwie habe ich das jetzt gerade in letzter Zeit hier in Mega Man 5 ziemlich oft, dass ich am Ende vom Bosskampf immer voll oft daneben schieße, ja. Um noch ein bisschen Zeit zu schinden, aber das hätten wir jetzt geschafft. Wily ist davon geflogen. Und ja, es geht in die letzte Stage. Alles klar, für den letzten Kampf. Ja, doch, jetzt kommt Wily Machine 5. Und dann noch die Wily-Kapsel zum Schluss. Als finaler Kampf, wie schon ja, so oft. Also es... Die Geschichte wiederholt sich, ja, kann man sagen. Wow. Das war unnötig. Das war jetzt absolut unnötig, dass der mich so oft erwischt hat. Und hier glaube ich gleich nochmal vor, oder? Ja. Jetzt habe ich halt über die Hälfte meiner Energie verloren, aber... Wisst ihr was? Fuck it. Ich habe mehr als genug E-Tanks, die werde ich jetzt auch nutzen. Ja. Ich glaube, die erste Phase jetzt hat die Schwäche Super Arrow. Deswegen starten wir damit. Auf geht's in den letzten Kampf. Und hier ist immer noch die gleiche Musik. Ja, Super Arrow ist die Schwäche. Damit geht's ziemlich, ziemlich rasch eigentlich. Oh, schon besiegt. Und die zweite Form hat Beat als Schwäche. Na, jetzt haben wir hier aber nochmal eine schöne, schöne Final Boss Musik. Ach du Scheiße. Okay. Der Beat, der weiß einfach schon, wo er auftauchen wird. Nicht schlecht. Nicht schlecht, du Vogel. Ah, scheiße. Flattert einfach die ganze Zeit da rum. Nein, was? Ich wollte sliden und dann springen, ja? Nein, er springt direkt. Also irgendwie, ich weiß nicht, mein Controller hat eigentlich nichts, ne? Ich drücke einfach nur richtig scheiße. Vor allem mir fällt es halt wieder nicht auf, dass ich... Hier. Geh weg, geh weg, geh weg. Wieso despawnt der nicht? Und dann respawnt er einfach. Natürlich, du. Okay, immerhin gibt er mir Energie. Aber mir fällt halt wieder nicht auf, dass ich schon wieder fast tot bin und dann sterbe ich einfach. Nur weil ich zu blöd bin, mal kurz auf die Lebensanzeige zu schauen. Meine Güte. Ey. So, ja. Okay, wir müssen beide Phasen nochmal machen. Nur blöd, dass der Super Arrow jetzt schon leer ist. Ja, das könnte jetzt nervig werden, ja. Ohne die Schwäche. Natürlich. Schon wieder. Bevor er stirbt, muss er mich nochmal treffen.
Ja, genau. Okay, Beat, komm her. Auf geht's. So, und diesmal konzentriere ich mich und springe nicht aus Versehen in die Energiekugel. Den Dr. Wily muss sterben. Oder zumindest seine Kapsel. Ja, Beat allein wird nicht ausreichen für den Kampf. Aber Hauptsache jetzt fliegt er nicht die ganze Zeit darum, wo Wily auftauchen wird. Das ist komisch. War das vorhin ein Bug oder? Ja, jetzt macht es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Na, jetzt auf einmal doch. Komischer Vogel. So, ja. Den Rest müssen wir leider mit dem Megabuster machen. Natürlich, Wily, natürlich, du Wichser. Natürlich, das erste, was du machst, nachdem Beat weg ist, erstmal genau über mir spawnen. Ja, ohne Beat ist das hier wirklich ein bisschen eine Frage des Glücks. Auf jeden Fall. Und wenn er so weit oben ist, kann ich ihn noch nicht erwischen. Aber er hält nur noch einen Schuss aus, deswegen... Ja, würde ich sagen, warten wir ganz geduldig, bis er hier ist, bei uns, unten. Außer er traut sich jetzt natürlich nicht, dann... dauert das noch ein bisschen. Aber nein, du... kommst mir nicht davon. Das Schloss stürzt mal wieder zusammen, ganz von allein, und Protoman hat Mega Man und Dr. Light in letzter Sekunde noch geholfen aus dem Schloss. Und das war's mit Mega Man 5. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Let's Play gefallen hat. Oder das Spiel an sich. Ja, was soll ich sagen? Hat wie immer wieder mal total viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon sehr auf Mega Man 6. Also wirklich sehr, ja. Und ja, jetzt haben wir ja die Hälfte geschafft. Der Mega Man Classic Reihe, ja. Außer wenn Mega Man 11 rauskommt, ja. Aber bis dahin dauert es ja noch. Und ja, Mega Man 6 als nächstes. Dann Mega Man 7 und 8 sind für mich blind, semi-blind. Ja, 7 habe ich ein bisschen gespielt. 8 noch nie. Und dann 9 und 10 kenne ich ganz gut. Das wird noch ziemlich cool und ich hoffe, ihr seid gespannt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Let's Play von Mega Man 6. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!